Gibt es in anderen Universen nur drei Dimensionen oder könnten es mehr sein? Wir glauben, dass unser Multiversum 11 Dimensionen besitzt, aber beweisen können wir es noch nicht. Denken Sie an diese 11-dimensionale Arena und in dieser Arena gibt es Blasen. Blasen, die schweben und die Haut der Blase repräsentiert ein ganzes Universum. Also sind wir wie eine Fliege, die auf Fliegenpapier gefangen sind. Wir sind auf der Haut einer Blase. Es ist eine dreidimensionale Blase. Die dreidimensionale Blase dehnt sich aus und das nennt man die Ogner-Theorie. Und manchmal können diese Blasen ineinander stoßen. Manchmal können sie auseinanderbrechen und wir denken, dass es der Urknall ist. Also haben wir sogar eine Theorie des Urknalls selbst. Nun stellen Sie sich die Frage, wie groß die Dimensionen der einzelnen Blasen sind. Nun, in der String Theory können wir Blasen verschiedener Dimensionen haben. Die höchste Dimension ist Nummer 11. Ihr könnt nicht über 11 hinausgehen, weil die Universen über 11 hinaus instabil werden. Wenn ich die Theorie eines 13., 15. dimensionalen Universums ausschreibe, ist es instabil und fällt in ein 11-dimensionales Universum zusammen. Aber innerhalb von 11 Dimensionen können sie Blasen haben, die dreidimensionale, vierdimensionale oder fünfdimensional sind. Das sind Membranen, deshalb nennen wir sie kurz Gehirne. Also können diese Gehirne in verschiedenen Dimensionen existieren und sagen wir mal, P repräsentiert die Dimension jeder Blase. Also nennen wir sie P-Gehirne. Ein P-Hirn ist also ein Universum in verschiedenen Dimensionen, das in einer viel größeren Arena schwebt. Und diese größere Arena ist der Hyperraum, über den ich ursprünglich gesprochen habe. Denken Sie auch daran, dass jede Blase vibriert und jede Blase, welches vibriert, erzeugt Musik. Die Musik dieser Membran sind die subatomaren Teilchen. Jedes subatomare Teilchen repräsentiert eine Note auf einer schwingenden Seite oder schwingenden Membran. Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben jetzt einen Kandidaten für den Mind of God, über den Albert Einstein in den letzten 30 Jahren seines Lebens geschrieben hat. Der Mind of God in diesem Bild wäre kosmische Musik, die im 11-dimensionalen Hyperraum mitschwingt. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat und schauen auf Wiedersehen, euer EV1002SBay, alles ist David. Und noch was, geht auf VidMe, folgt mir dort, weil ich werde in Zukunft dort mehr Videos posten und auch früher posten als auf YouTube. Und der Link ist unten in der Beschreibung. Also dann, schauen auf Wiedersehen, euer EV1002SBay, alles ist David von Bros TV. Haut rein!